Muckeltier, Muckeltier TV. Oh, oh, Muckeltier, Muckeltier TV. Muckeltier, Muckeltier TV. Oh, oh, Muckeltier, Muckeltier TV. Guten Tag und hallo. Hier ist wieder Bauer Anton. Ich stehe hier vor der Tür zu unserem Proberaum. Der Proberaum ist der Raum, in dem wir unsere Musikstücke üben, in dem wir sehr viel Musik machen, in dem unsere Instrumente drin sind. Und ich will mal gucken, ob heute schon jemand da ist, sonst probiere ich nämlich meine Gitarre mal aus. Hey, Max, alter Trommelhund. Boah. Ist ja schon da. Moin. Na? Sag mal, was machst du denn hier mit meinem Surfbrett? Das glaubst du gar nicht. Ich habe das mal gerade mir ausgeliehen. Hast du mal, ja, und? Ich brauche das, um mir ein Schlagzeug zu bauen. Mein Surfbrett? Ja. Okay. Und was ich dazu noch brauche? Ja. Küchenutensilien. Ehrlich? Ein Schlagzeug aus Küchensachen? Du meinst, das, ja, was hier so steht? Ich zeig's dir. Na, da bin ich ja mal gespannt. Dazu brauche ich leere Dosen. Okay. Da war vorher was anderes drin. Kaffee, nichts mehr drin. Kekse. Auch nichts mehr drin. Stell mal bitte hin. Reis. Reis. Okay. Und harte Erbsen. Selbst geerntet, liebe Kinder. Selbst geerntet. Das ergibt jetzt schon einen Klang. Shaker nennt man das Ding, oder? Was absolut du jetzt gebaut hast? Genau. Habt ihr aufgepasst? Einen Shaker selber gebaut. Weiches Schütteln. Cool. Ich brauche noch mehr. Ja, bitte, was denn noch? Eine Schale für Kuchenteig. Und die drehe ich um. Okay. Darf ich mir mal deine Butterbrotdose ausleihen? Na klar. Stell ich hier hin. Was noch? Der Klassiker in der Küche. Kochtöpfe! Jo! Jawohl. Kochlöffel. Ganz wichtig. Lege ich mal in den. Dann. Ah, jawohl. Genau, ein Stock. Und da hänge ich den ran. Okay. Das ist hervorragend. Bin gespannt. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich deine Trinkbecher noch mal ganz kurz nehmen. Trinkbecher? Trinkbecher. Alles klar. Noch bitte einmal ausnahmsweise deine verkrummte Käseratsche. Auf geht's. Mir fällt noch was ein. Das größte Ding überhaupt. Okay. Eine Olivenkiste. Da trete ich mit meinem Fuß gegen. Alter Trommelhund. Ziemlich gut. Habt ihr genau hingeschaut? Tatsächlich ein richtiges Schlagzeug. Kinder, ihr wisst ja, Instrumente muss ich immer ausprobieren. Hier die Fußtrommel, schon mal einfach. So, ihr könnt das zu Hause auch gerne mal selber ausprobieren. Ihr habt sicherlich Kochlöffel und Töpfe und lauter solche Gegenstände auch zu Hause. Ganz wichtig ist, ihr müsst natürlich Sachen nehmen, die nicht kaputt gehen können. Viel Spaß beim Aufräumen. Ja, vielen Dank. Jetzt alles zusammenpacken. Wir sehen uns. Bis bald.